bei der Tournee, nicht? Also da muss man ein großes Bild kaufen, auf jeden Fall. Ne? Wurscht. Weil es ist eigentlich keine Tournee, das ist eigentlich eher so eine Solo-Diesel-Expedition durch Schweiz, Tirol und Freiburg eben und Frankreich. Ne? Wurscht, aber das Stück, das nächste heißt, bis der Teppich brennt. Wenn ihr mal nach Wien kommt, geht es vom Westbahnhof am Abend, wenn ihr mit dem Spätzug kommt, gleich direkt in die Stumpergasse Nummer 50. Auf der rechten Seite, da ist das Nachtasyl. Das kennt, ja, kennst du das? Ja. Genau, ja, ich auch. Also das war schon lange her und das Arge ist, ich meine, ich spiele jetzt ab und zu noch dort. Ich bin 95 nach Wien gekommen und habe also in der Stumpergasse gewohnt sogar ein Jahr. Also, boah, bist du gedacht. Oder bin wirklich grün gewesen, manchmal tageweise. Blau und grün. Aber irgendwann hört man damit auf, weil es einfach nicht mehr geht, weil es keinen Spaß macht. Und wenn ich jetzt mal runtergehe, dann denke ich mir, ein paar Typen, die sitzen immer noch dort irgendwie und die sind schon alles andere als grün. Also die schauen schon wieder ganz normal aus, nur habe ich das Gefühl, die da haben einfach nichts mehr im Schädel drin. Also irgendwo sind die Lüftungsklappen weggekippt, definitiv. Für manche Leute wäre es besser, anfangen zum Saufen. Andere Leute haben anfangen zum Saufen, dann denke ich mir, es wäre besser, wenn sie wieder kiffen würden. Oder Yoga machen oder irgendwas, keine Ahnung. Das wäre das Allerbeste, glaube ich, für sehr viele Leute. Bei gewissen Alter meine. Manche Vertrauen sind. Aber wurscht, es waren eben sehr viele Tschechen dort und deswegen ist das Stück auch sehr Kafkais eben. Also ich war dann auch über eine tschechische Truppe mit Österreich verbunden, bin ich sogar bis Russland gekommen eben auf gewisse Festivals. Bis der Teppich brennt. Bis der Teppich brennt.